Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es gibt ein bisschen was zu tun hier und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Geschichte, vielleicht mal eins nach dem anderen. Die Geschichte mit den Wolkenkratzern, dass wir das alles irgendwie ausgebaut bekommen. Nur zur Erinnerung, um hier zum Beispiel bei diesem Skyline Tower auf die nächste Stufe zu kommen, benötigen wir 55 Investoren-Hochhäuser Stufe 5. Und davon sind wir noch weit entfernt. Wir müssen natürlich auch erstmal zusehen, dass wir den ganzen Kram hier geregelt bekommen. Es scheitert momentan auch noch am Ethanol. Für das Ethanol brauchen wir noch mehr Mais. Müssen also in der neuen Welt mehr Mais anbauen. Und zu diesem Zwecke habe ich schon mal zwei Luftschiffe mit Baumaterial losgejagt und ein komplett vollgeladenes Handelsschiff gerade eben losgeschickt Richtung neue Welt, um dort einfach dann wieder genügend Baumaterialien zu haben, damit wir die ganze Geschichte ausbauen können. Ich möchte aber erstmal hier in der alten Welt bleiben und zusehen, dass wir hier diese ganze Arbeitskraftgeschichte ein bisschen in den Griff bekommen. Ingenieursarbeitskraft ist tatsächlich jetzt hier schon ziemlich auf Kante genäht, um nicht zu sagen, wir haben hier ein Problem und zwar mit den Nähmaschinen. Und da scheitert es, glaube ich, tatsächlich am Stahl. Das ist ein Problem, was wir hoffentlich relativ easy lösen können, indem wir einfach die Stahlproduktion logischerweise hochfahren. Und erfreulicherweise haben wir auch noch genügend vom Rohstoff Eisen rumfliegen. Vielleicht können wir die Produktion einfach ein bisschen umbauen. Also Stahlträger runterfahren und Stahl hochfahren. Und weiteres Ding ist halt hier auch noch die Arbeiter- und Bauernarbeitskraft. Ich will jetzt aber auch nicht dazu übergehen, Handwerkerbuden wieder abzuwerten, sondern ich würde stattdessen dann auch das Problem würde ich so lösen. Welche Insel war das? Nee, die ist es nicht, sondern hier drüben. Ah, dieses auch nicht. So viele Inseln. Gut, gehupft wie gesprungen. Aber hier halt einfach nochmal, weil das ist ja sowieso geplant, dass wir hier mit der Einwohnerstufe eher nicht über Arbeiterstufe hinausgehen, sodass wir hier einfach auf der Insel noch ein paar Häuser bauen. Dann können wir die beiden Probleme hier oben mal lösen. Aber das hier ist jetzt eigentlich drängender. Er holt sich zwar gerade wieder, wird aber auch gleich wieder in den Keller gehen. Deswegen Stahlproduktion erhöhen, da werden wir nicht drum herum kommen. Schauen wir mal hier drüben, da ist ja meine ganze Schwerindustrie, die sind auch fleißig am Produzieren. Und ich habe auch bereits die Stahlträgerproduktion abgeschalten, bis auf einen, oder? Weil die ja den ganzen Stahl verbrauchen. Stimmt nicht, den können wir auch noch ausmachen. Den können wir auch noch ausmachen. Ich würde aber vielleicht trotzdem zusehen, dass wir hier noch einen weiteren Hochofen bauen. Okay, dann müssen wir halt die Kohleproduktion vielleicht nochmal ein bisschen hochfahren und Eisen holen wir uns einfach an der Hauptinsel. Das ist dann nur eine Frage der Handelsrouten. Die sind sowieso noch hier auf die geringe Menge, sage ich mal, eingestellt. Dann fahren wir das hier schon mal hoch, dann kommt hier schon mal mehr Eisen und mehr Kohle an. Ah, ist jetzt ein bisschen klicky-klicky. Und einen dieser Slots, da machen wir das hier vielleicht auch mit dem Stahl, wobei wir ja aktuell sowieso noch alles gut abtransportiert bekommen. So, dann müsste hier schon mal ein bisschen mehr Eisen ankommen und auch ein bisschen mehr Kohle. Auf Ihren Befehl. Was ist er hier? Okay, der holt sowieso gerade Eisen ab. Sehe ich das richtig? Le Grand Ciel, genau. Da können wir den eigentlich auch noch ein bisschen umfunktionieren. Das machen wir jetzt mal so. Drehen die beide hoch. Nehmen die beide raus und laden hier einfach noch mal ein bisschen Eisen ein und mit dem anderen Slot transportieren wir noch ein bisschen Kohle ab. Naja, wobei das lohnt sich eigentlich gar nicht. Da ist auch zu wenig vorhanden. Dann nehmen wir jetzt hier nur einen Eisenslot, gehen hier auf Entladen. Ja, passt eigentlich schon. Ich meine, die Kohle können wir hier vor Ort auch noch produzieren. Da haben wir sowieso schon alles voll geballert hier mit den Kühlereien, dann bauen wir halt noch ein paar mehr. Kein Problem, können wir auch eigentlich direkt machen. Wobei, vielleicht eins nach dem anderen. Wir brauchen auch noch ein paar Baumaterialien. Schnappen wir uns ihn hier. Ach, der hat eh noch Sachen an Bord. Warum? Keine Ahnung. Laden wir wieder aus. Bretter werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. Moment, was brauchen wir denn alles da drüben? Ja, wobei, ja, tatsächlich am ehesten noch Ziegelsteine, denke ich. Ein paar Bretter können auch nicht schaden. So, dann Moment. Erstmal nachsehen. Was brauchen wir denn? Um so einen zu bauen, tatsächlich nur Ziegel und Holz und Köhlereien, Ziegel, Holz. Okay, dann haben wir ja alles. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr mit. Zack, zack.
Warum nehme ich den kleinen hier, die Taucherglocke? Der ist einfach, der ist sehr schnell. Und ich glaube, vielleicht weil er nicht dafür gedacht ist, aber wenn man den jetzt hier selbst vollbeladen losschickt, ist der immer noch ziemlich flott unterwegs. Ich glaube, dass der gar nicht langsamer wird, ehrlich gesagt. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber das geht relativ zügig, dass der mir die Sachen hier rüber transportiert. Okay, können wir mal laufen lassen. So, Le Grand Ciel. Die Menschen lassen sie Ingenieursarbeitskraft hochrennen. bricht bereits wieder ein, also wir müssen da wirklich was tun. Es hilft ja alles nichts, wir brauchen mehr Stahl. Was ist das eigentlich nochmal für eine Arbeitskraft hier? Das sind ja auch, das sind Arbeiter. Wie machen wir es denn? Wenn wir hier drüben einfach nochmal so ein, quasi so ein Viertel öffnen. Ja, bauen wir ruhig nochmal 4 Stück. Ich meine, die können wir bedarfsgerecht quasi dann auch wieder abschalten, wenn es ist, wenn wir sie nicht mehr brauchen. So, dann würde ich hier aber gerne noch irgendwie, würde ich hier durchgehen mit einer Straße. Können wir die noch ein Stückchen versetzen? Geht das? Ja, und mit Items. Klar, ich muss hier, natürlich, fällt mir jetzt erst ein. Mit Items sollte ich hier schon auch noch ein bisschen was veranstalten. Können wir uns auch gleich noch anschauen. So, können wir noch nicht bauen. Also erstmal Feldweg, dann wenn wir hier drüben noch ein Lagerhaus brauchen. Das setzen wir. Gott, was ist denn? Da. Mitten rein. Dann sind die auch noch im Radius von der Feuerwehr. Das ist manchmal durchaus ganz hilfreich hier. Dann müssen wir uns noch um die Kohle kümmern. Jetzt, Moment mal, ganz kurz überlegen. Haben wir hier überhaupt schon eine Handelskammer? Da haben wir noch gar keine. Okay. Ja gut, das sollten wir vielleicht dann auch tatsächlich mal ändern. Kriegen wir die hier irgendwo vielleicht mitten reingequetscht? Ah, das wäre ja perfekt. Brauche ich die Straßen hier? Die haben doch alle trotzdem noch einen Straßenanschluss, oder? Sollte doch kein Problem sein, das hier rauszutrennen. Dann können wir hier nämlich die Handelskammer reinsetzen und dann schauen wir gleich nochmal nach ein paar Items. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wird heute produktiv, Leute. Das kann ich euch schon sagen. Habe ich sonst hier draußen vielleicht schon irgendwo Handel? Hier ist schon eine Handelskammer für die Kühlereien. Aber da ist ja noch gar nichts drin. Oh Gott, das ist ja auch. Ich sollte vielleicht erstmal den Fokus auf die Items setzen, oder? Schauen wir mal. Wen haben wir denn hier? Da ist eh noch ein Frachtschiff. Den können wir gleich mal mit Items voll machen. Sofern wir genügend haben. So, die Dinge habe ich ja selber produziert. Da kommt schon mal eine weiße Fahne rein. Das ist einfach Standard bei meinen Frachtschiffen, falls mal wieder ein Krieg ausbricht. Dann schauen wir mal. Handelskammer-Items. Was haben wir denn hier so alles? Also irgendwas für den Stahl oder halt ein generelles Item, was mir alles beeinflusst und die Produktivität steigert. Oder eins für die Kohleproduktion. Minen und Steinbrüche. Zählt die Produktion vielleicht sogar auch als Mine? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, aber das kann man ausprobieren. Könnte sogar sein. Ansonsten von den richtig guten Items haben wir jetzt nichts dabei, oder? Was uns hier die Stahlproduktion boostet. Das bringt uns auch nichts. Landwirtschaft. Ihr Schiff ist von Kann halt auch unserer sein, dass die Fahrt Kühlereien zur zurückgekehrt. Landwirtschaft zählt, wenn man ja, ne, Bäume quasi verarbeitet. So, das mit den Fertigungsstraßen, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das sind nur diese ganzen, das beeinflusst nur diese ganzen Fabriken, die Mehrzweckfabriken. Bringt uns also auch nichts. Haben wir da irgendwas? Stahlwerk. Das ist schon mal gut. Der kommt mit. Minen und Steinbrüche, Holzfällerhütten, Saufi-Saufi, Glashütte, Glühbirnenfabrik, Schreinereien, Wanzer, Holzfällerhütte. Da muss ich vielleicht nochmal ein paar passendere Items besorgen. Großküche, Schnapsbrenner, Tierhöfe. Alle Produktionsgebäude, Arbeitskräfte erforderlich. Okay, das ist jetzt nicht wirklich Ihr Schiff ist interessant. von der Überfahrt Der auch nicht. zurückgekehrt. Ah, es ist ärgerlich. So viele Items. Aber die wenigsten bringen Ihr mir hier Schiff was in ist von dem der speziellen Überfahrt Fall. zurückgekehrt. Eisenhütten? Ja, das brauchen wir doch. Das ist genau das, was wir brauchen, oder? Das ist schon mal gut. Uhrenwerkstatt, Holzfäller. Alle Produktions. Nee, irgendwas, was die Produktivität steigert, wäre gut. Und bei dem, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht auch für die Kühlereien hilft. Wir packen den auch nochmal ein, komm. Soll der Geiz. Gut, den schicken wir erstmal los. Das sollte dem Ganzen schon mal so einen kleinen Boost verschaffen. Und dann schauen wir vielleicht gerade, bevor ich das wieder vergesse,
Wo haben wir denn hier? Okay, die sind am Entwickeln. Itementwicklung. Hier wird geforscht. Haben wir da irgendwie, naja, Stahl, mal nach Stahl suchen. Stahl. Kein Item erfüllt die Suchanfrage. Stahläugiger Stahlschmied. Handelskammer-Items mal sortieren lassen. Das sind halt die Sachen, die können wir bereits herstellen, ne? Trockenhaus, da ist so viel Zeug dabei. Lebensmittel, alle Produktionsgebäude, Tierhöfe, alle Produktionsgebäude, aber halt nicht die Produktivität. Bananenplantage, soll ich auch mal drüber nachdenken. Also auf die Schnelle, wahrscheinlich muss ich auch einfach noch ein paar mehr von den Dingern erforschen. Das ist doch genau sowas hier, ne? Den lassen wir mal produzieren hier, zur Warteschlange hinzufügen. Okay, muss ich mir halt in Ruhe mal ansehen, glaube ich. Ja, er ist schon auch gut, ne? Der ist schon auch gut. Und den gleich noch hinterher. So, wie komme ich hier wieder raus? Zurück. Forschungsgebiete. Ich würde gern noch... Technologischer Fortschritt. Da haben wir eh noch nicht so viel identifiziert. Und das sind ja dann genau die Items. Also schauen wir, dass wir da noch ein bisschen was reinballern. Bei der Industrietechnologie. Und dann werden wir früher oder später werden wir auch die passenden Items für... Köhlereien und Stahlproduktion freischalten. Hauen wir einfach mal alles rein, was wir noch an Forschungspunkten übrig haben. Und das war es eh schon wieder. Mehr kann man es gerade nicht leisten. Okay, passt aber schon erstmal für den Anfang. Hm. Dann gehen wir hier mal hin. Glocke ist da. Glocke lädt ab. Glocke fährt wieder zurück. So, dann müssen wir den ganzen Kram ja fertig bauen können. Dann wird es natürlich eng mit der Arbeitskraft. Deswegen werden wir auch gleich schnell mal zu der anderen Insel rüberdüsen und die Arbeitskraft wieder hochdrehen. Okay, bis die Items da sind, das wird einen Moment dauern. So, dann jetzt nicht durcheinander kommen. Hier wollte ich hin. Genau. Dann bauen wir nämlich hier irgendwo einfach nochmal ein bisschen weiter. Warum dient denn eigentlich alle ihren Marktplatz, frage ich mich gerade. Gute Frage. Naja, bauen wir hier erstmal ein bisschen aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier ziehen wir mal eine Straße ganz rüber. Das wird jetzt hier ganz rustikal. Den wollte ich gar nicht. Einfach eine Arbeitersiedlung. Bauernhaus. Einfach auf Masse gehen. Vielleicht lassen wir noch so ein paar Lücken übrig, dass wir da noch irgendwas anderes mit reinbauen können. Versorgungsgebäude etc. So, die haben alle einen Straßenanschluss. Das kann man hier noch ein bisschen netter machen. Dekogramm spare ich mir jetzt an der Stelle. Ausbauen. Dann gehen wir hier einmal großzügig durch. So. Und noch mehr Bauernhäuser. Oh, keine Bretter mehr. Scheiße. Neue Befehle? Dümpelt hier nichts mehr mit Brettern rum. Okay, müssen wir mal schnell. Also das ist auch wieder so ein Ding. Bevor ich das vergesse, schnappen wir uns mal gerade einen hier, der ein paar Bretter holen kann. Der bringt die hier hin. Okay, aber also sollte ja erstmal genügen. Schick mal hier hin. Dann. Also ganz kurz nach. Okay, gut. Nur nicht durcheinander kommen. Das sollte ja jetzt steigen, wenn sich hier die Häuschen alle gefüllt haben. Fisch. Fisch ist aber kein Problem, hoffe ich doch, oder? Ne, das passt. Okay. Okay, gut. Die Häuser füllen sich jetzt ja noch alle hier. Und dann sollte das hier passen. Das passt erstmal. Okay. Mal irgendwie dranbleiben. So, Items sind angekommen. So, entschuldigt, ich bin kurz unterbrochen worden. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier Items, genau. Dann schmeißen wir hier mal, die kommen jetzt erstmal hier rein. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich auch die passenden Dinger sind. Die müssen wir noch aufbauen. So, wen haben wir hier nochmal? Minen und Steinbrüche.
Den wollte ich ja ausprobieren, ob der auch für Kühlereien funktioniert. Stahlwerk. Ist das, das sind Stahlwerke, oder? Hochofen. Ah, Stahlwerk sind die hier, oder? Alles anhalten. Okay, das bringt uns... Na gut, kann man natürlich trotzdem reinballern. Aber der hier müsste ja... Yes. Okay. Dann hauen wir ihn hier noch rein. Gut. Der ist schon mal gut hier. Produktivität plus 50. Haben wir eigentlich Strom hier, frage ich mich gerade. Ich glaube nicht, oder? Woher soll auch Strom kommen? Oder doch? Wir haben auf jeden Fall Laternen hier. Doch, doch. Ah, wir haben ja Strom. Moment mal, wo kommt der Strom her? Ist das... Ach doch, natürlich. Ich habe ein Kraftwerk hier hingestellt. Okay. Mhm. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier drüben. Da war ja auch noch eine Handelskammer hier mittendrin auf der grünen Wiese. Sollte ich auch nochmal ein Stückchen verschieben, oder? Der beeinflusst... Moment, was haben wir hier? Ach, das ist eine Jagdhütte, okay. Sollte ich vielleicht noch mehr von den Dingern bauen, von den Handelskammern, Holzfällerhütten... Ah, okay, das wäre also das passende Item für Holzfällerhütten und Kühlerei explizit. Aber den setzen wir noch ein kleines Stückchen hier runter, damit wir den da unten auch noch eingefangen bekommen. Da haben wir, glaube ich, eine mehr drin im Radius, oder? Ja. Okay, schauen wir mal. Vielleicht hilft er trotzdem. Minen und Steinbrüche, theoretisch wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber nee, okay, nee, der hat keinen Effekt. Schade. Nee, kann man gleich wieder rausnehmen und dann wird das für den anderen auch gelten. Ja, war halt so ein bisschen die Theorie, weil Kohle ist ja gleichzeitig auch ein Endprodukt von Minen und Steinbrüche, aber... Ach, scheiße. Aber das hat nicht funktioniert. Okay. Müssen wir uns was Passenderes suchen. Vielleicht auch tatsächlich nochmal die Händler abklappern. Also das, da würde ich tatsächlich lieber was mit Items veranstalten, als noch mehr Produktionsgebäude hinstellen. Das schmeckt mir eh schon nicht so ganz. So, aber dann schauen wir doch mal. Ingenieure, ich nehme an, das liegt immer noch an den Nähmaschinen. Gut, ja, das kann halt jetzt ein bisschen dauern, weil uns jetzt natürlich auch die Arbeitskraft fehlt. Das ist ja natürlich da... Ein Teufelskreis. Klappern wir kurz die Händler ab. Schauen wir uns hier nur mal kurz um. Items, ob da irgendwas Passendes dabei ist. Bei ihm glaube ich, wenn dann sowieso eher nicht, oder? Wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Was ist das denn eigentlich? Bergminen. Ja, ich bräuchte schon irgendwas explizit... Für, idealerweise für die Stahlproduktion. Ja, müssen wir uns selber herstellen, glaube ich. Ja, oder halt hier nochmal so ein besonderes Ding bauen. Da waren doch auch Sachen dabei. Da ist auch wieder mehr dazugekommen, glaube ich. Da sind wieder Sachen dabei, die ich... Sowas hier halt zum Beispiel, ne? Man könnte umwandeln lassen. Schon auch nicht so verkehrt. Hm. Was machen wir denn? Ich würde... Schauen wir aber gerade nochmal ganz auf die Schnelle. Ob wir bei den Händlern vielleicht gerade noch irgendwas finden. Archibald zum Beispiel. Also er hat auf jeden Fall Handelskammer-Items. Da sind auch wieder neue Sachen dazugekommen, definitiv. Hier diese ganzen für die Shampoo- und Chemiefabriken und so weiter. Ja, aber auf die Schnelle. Und ich habe jetzt auch keine Lust, hier 3 Stunden rumzuklicken. Bei ihm könnte man aber gerade nochmal vorbeischauen. Er hat also schon immer nicht die schlechtesten Items eigentlich. Das sind ja auch... Hat sich aber auch verändert irgendwann mal. Ob das mit irgendeinem Update kam, keine Ahnung. Oder ob an irgendeiner Mod irgendwas verändert wurde. Keine Ahnung. Ja, sowas ist halt schon auch nicht schlecht. Ah, den habe ich ja, glaube ich, schon 5 bis 10 Mal, den Papst Lucius. Den sollte ich auch mal einsetzen. Früher hatte der hier ganz andere Gegenstände. Er hatte im Grunde gar keine Gegenstände mehr. Er hat nur noch die Leute. Also, bringt uns auch nicht weiter. Und hier drüben ist auch eher ein Gemischtwarenladen. Ja, will ich euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit langweilen. Das mache ich mal irgendwie off-camera. Werde ich mir auch notieren auf meinem schlauen Zettel, den ich für Anno 1800 angelegt habe. Items.
Hoffentlich kann ich mich daran erinnern, was ich damit gemeint habe. So, was können wir sonst noch tun? Importieren kann man halt die verdammten Nähmaschinen nicht. Und wir müssen halt jetzt einfach warten, bis mehr Stahl hier reinkommt. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Wir könnten natürlich... Ja, die Stahlträger könnten wir auch gerade mal komplett abschalten. Die brauche ich jetzt nicht zwingend. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Das geht aber schon jetzt ordentlich hoch, die Stahlproduktion. Der hat gerade einmal vollgeladen hier. Sehr gut. Haben wir den schon komplett umgestellt hier? Noch nicht. Okay. Das sollte definitiv eine ordentliche Erleichterung verschaffen. Dann schauen wir mal, ob schon genügend Eisen hier auch eingelagert ist, damit die auch durchgehend produzieren können. Ja, gut. Ja, okay, also ich muss jetzt doch ein paar Köhlereien noch schnell bauen. Das hilft ja alles nichts. Damit hier zumindest mal irgendwie die Dings einfach ein bisschen hochgeht hier. Damit hier einfach mehr Kohle vorhanden ist. Haben wir da noch genügend Platz? Köhlerei. Sicherlich nicht die effektivste Herangehensweise, ich weiß, aber meine Güte. Wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Köhlerei. Ja, hier so noch irgendwie. Ja. Und zwar nehmen wir hier so eine Straße, ziehen uns die in diese Richtung, hier Richtung Küste. Da werden wir hier in der Ecke nochmal schnell ein Lagerhaus hinstellen. Kostet uns ja nicht viel. Na. So. Einmal aufwerten. Und dann die Kühlereien hinterher. Einfach nochmal 4, 5 Stück hinbauen. Kriegen wir den hier auch noch auf 100%? Ja, das sieht ganz gut aus. 3, 4. Ah, hier ist blöd. Vielleicht hier hinten versetzt nochmal. Okay. Sollte schon passen. So, haben wir sie alle? Ich glaube schon. Ist der noch im Radius von dem Lagerhaus? Ich glaube schon, oder? Alle am Aufforsten. Er ist schon am Produzieren. Er ist auch schon am Produzieren. Ja, ist halt ein bisschen mühsam jetzt mit den Köhlereien, aber meine Güte, mit Items werden wir das alles nochmal ein bisschen boosten. Und irgendwo, ich kann es euch garantieren, irgendwo habe ich einen Kohleüberschuss. Also 100% gibt es irgendeine Insel, wo sich das Zeug stapelt und einfach nicht abtransportiert wird. Giesing wäre so ein Kandidat, da können wir zumindest mal reinschauen. Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn ich das komplett übersehen würde. Ja, genau, da war es Kohle bis unter das Dach. Erwarten neue Horizonte. Das ist quasi nur ein Zubringer. Okay, wir könnten ganz kurz jetzt hier nur das nochmal schnell durchschauen. Haben wir da nicht noch irgendwie ein Schiffchen? Ich werde ein bisschen umdisponieren. Genau. Wir merken uns mal die Route hier. Oder beschriften die vielleicht mal kurz. Giesing, Crown Falls. Ich nenne sie mal neu. Einfach, damit ich sie wiederfinde. Weil ich habe auf jeden Fall noch größere Schiffchen. Dann nehmen wir nochmal einen für komplett nur Kohle, würde ich sagen. So, annehmen. Dann springen wir hier rüber. Und da müsste auf jeden Fall noch mindestens ein Frachter sein. Da sind sogar mehrere, oder? Genau, den nehmen wir jetzt einfach hier, die Schildkröte. Der kriegt bei der Gelegenheit direkt noch das passende, die weiße Fahne verpasst. Dann packen wir den hier ein. Schildkröte darf wieder ausladen. Und die Schildkröte kommt dann genau auf diese Route, die ich gerade umbenannt habe. Oh, die werden ja automatisch auch teilweise in neu umbenannt. Vom Spiel, wie mir scheint. Okay, was war das? Giesing. Sind die eigentlich alphabetisch sortiert? AFG? Ja, okay, da ist er. Sehr gut. Und dann nehmen wir... Ja, ich habe... durchaus noch. Was ist eigentlich mit ihm hier los? Ach so, stimmt. Ich hatte ja Baumaterialien noch in die neue Welt befördert. Okay. Machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich. Und dann nehmen wir den hier runter, denke ich, oder? Ach, lass mal noch drauf. Das passt schon. Okay. Dann wird quasi hier erstmal Kohle rüber transportiert und von
Crown Falls wird dann die Kohle hier weiter nach Grand Ciel transportiert. Wird einen Moment dauern, aber das wird dann auch seinen Effekt zeigen. Dann haben wir hier vier weitere. Die sind dann auch mit 50% Produktivität beeinflusst. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen an der Kohleschraube gedreht. Also das sollte sich dann bis zur nächsten Folge irgendwie alles eingependelt haben. Denke ich doch mal. Stahlproduktion ist eh schon ein gutes Stückchen hoch geflutscht. Schauen wir mal. Was sagen die Nähmaschinen? Ja, das kriegen wir schon alles im Griff hier. Ist zwar noch auf Null, aber wird nicht mehr so lange dauern. Okay. Was können wir sonst noch machen? Irgendwas Sinnvolles während der Wartezeit. Wir schauen hier nochmal rein. Also es wird auch eher schlechter als besser. Das mit den Keksen dachte ich, hätte ich schon erledigt. Es ist ein Kampf hier an allen Fronten. Aber das mit den Hochhäusern, das wird echt noch eine ganze Weile dauern. Also bis der Tower hier fertig ist. Und mir wurde ja schon verraten, wie viel ich auf der letzten Stufe dann brauche. Ich glaube, es waren 70 mal Stufe 5 Hochhaus, bevor ich den fertig bauen kann. Und davon sind wir noch weit entfernt. Oh Mann. Ach ja, genau, was mir auch noch geschrieben wurde, das wollte ich auch noch mal kurz ausprobiert haben. Dass man die doch irgendwie arretieren kann hier, die Dinger, dass sie sich nicht drehen. Man kann hier die Erscheinung verändern. Ist das dann quasi ein... Okay, der verändert sich nicht, aber vielleicht ist das dann einmal ein beweglicher und einmal ein unbeweglicher, kann es sein. Hier steht jetzt nichts dabei. Schauen wir doch mal, machen wir mal Licht aus. Ah, tatsächlich, oder? Ja, okay, das ist aber schon auch ganz cool. Also so für die Stadt eigentlich schon ein bisschen besser, oder? Also einfach anklicken, Steuerung V. Dann bleibt er quasi in der Grundposition. Sehe ich das richtig? Das machen wir jetzt mal kurz. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen netter aussieht. Wenn die Dinger da nicht wie so Flugabwehrscheinwerfer mitten in der Stadt herumfunzeln. Sondern einfach mal hier stillstehen. Okay. Das war schon auch ganz nett. Na schön. Machen wir heute ein bisschen kürzer, denke ich. Und schauen uns das hier nochmal an. Hä? Wann? Moment mal. Ist dieser Brunnen? Moment mal. Kam denn... Ach, die haben auch eine Beleuchtung mit eingebaut, die Brunnen. Seht ihr das? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Das sieht aber schon atmosphärisch aus. Nicht schlecht. Mhm. Ja, cool. Cool, cool, cool. Also danke für den Hinweis. Vielleicht richte ich sie noch so ein bisschen anders aus. Dass die alle irgendwie in die gleiche Richtung strahlen oder so. Dass das irgendwie eine gewisse Symmetrie ergibt. Ja, das sieht schon gut aus bei Nacht. Insgesamt, muss man sagen. Nicht nur die Scheinwerfer, auch die ganze Stadt mit der Beleuchtung. Na, flanieren wir noch mal ein Stück hindurch hier. Weil es doch wirklich schön ist. Mein Manhattan hier. Manhattan für Arme zwar eher noch an der Stelle, aber wird sich auch noch ändern. So, irgendwann in 20 bis 30 Folgen, bis wir dann die ganzen Bedürfnisse für die ganzen Wolkenkratzer erfüllt haben und dann irgendwann 70 Stück von den Dingern hier hinstellen können. Dann wird das alles ein bisschen besser hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es zwischenzeitlich dann doch nochmal so zäh ist. Gerade auch diese ganzen neuen Produktionsketten einfach, die dazu kamen durch dieses Hochhaus-DLC. Und da steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter, als ich zunächst gedacht hätte. Mit den ganzen Produktionen und dann halt auch inselweltübergreifend. Dann musst du in der neuen Welt wieder Zeug produzieren, alles hier rüber transportieren, dann hier drüben zusammenbauen und so weiter. Ja. Mühsam. Mühsam ernährt sich der Anoholiker. Gut, aber dann soll es das gewesen sein für die heutige Folge. Sehen wir zu, dass wir in der nächsten Folge wieder etwas produktiv voranschreiten. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und lasst euch nicht ärgern.